Er hat eine tiefe Wunde am Hals, aber ich sehe keinen einzigen Tropfen Blut. Ziemlich gruselig. Das bedeutet noch mehr Papierkram. Ich hätte den armen Mann früher finden sollen. Verdammter Reporter! Ist das nicht paradox? Während ich den Reporter jagte, hatte ich nicht die geringste Ahnung, dass ich das nächste Opfer verfolge. Wahrscheinlich eine falsche Fährte. Er wird mir nichts sagen. Er ist tot und seine Leiche ist vollkommen blutleer. Das Anrühren ist ein Kinderspiel. Ich muss einige Minuten warten. Ich muss einige Minuten warten. Das ist Zeitverschwendung, bis ich den passenden Schuh dazu finde. Die beiden Abdrücke stammen von unterschiedlichen Schuhen. Möchten Sie mir noch etwas sagen? Ja. Sie haben an diesem Abend etwas gesehen. Habe ich recht? Nein, aber ich habe etwas gehört. Einen Kampf. Jemand schrie. Wissen Sie, wer das war? Ihr Totengräber? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe versucht, es zu vergessen. Ich war verrückt vor Angst. Ich schloss die Tür und stopfte mir was in die Ohren. Ich betete laut, um den Krach draußen zu übertönen. Ist das alles, was Sie mir sagen wollten? Nein. Vorher, während der Beisetzung, habe ich etwas gesehen. Vielleicht ist es nicht wichtig, aber Dr. Stewart stritt sich eindeutig mit Lady Miriam. Er verlangt energisch etwas, aber sie lehnte offenbar ab. Wissen Sie, worum es bei dem Streit ging? Konnten Sie Worte verstehen? Ich hatte den Eindruck, dass er in den Sarg schauen wollte und die Herrin das ablehnte. Ja, so könnte es gewesen sein. Jetzt, da ich weiß, dass Sir William... Es muss so gewesen sein. Sie glauben also, er wollte sicher gehen, dass Sir William wirklich tot ist? Ja, das würde Sinn machen.
Das erklärt, warum Dr. Stewart nach dem Begräbnis nicht nach Hause gekommen ist. Er ist in der Nähe des Friedhofs geblieben und hat gewartet, bis alle gegangen waren. Sein Gewissen plagte ihn und offenbar bezahlte er dafür. Er erzählte mir alles, was er wusste. Nein, ich bin sicher, dass es nicht seine Schuhe waren, die den Abdruck vor der Kirche hinterlassen haben. Nein. Sagen Sie der Herrin, dass Mr. Stewarts Leiche gefunden wurde. Ich glaube, ihr sagt der Name was. Oh je, ist es noch nicht vorbei? Noch lange nicht. Ich sage es ihr sofort. Wenn das die alte Dame nicht dazu bringt, ans Telefon zu gehen, dann weiß ich auch nicht. Die Herrin ruft Sie gleich an. Ihre Nachricht hat Sie sehr aufgeregt. Das tut mir leid. Ja, Madame. Ich höre genau zu. Ich möchte Ihre Privatsphäre nicht verletzen, Madame, aber Sie verstehen sicher, dass die Umstände, unter denen die Leiche Ihres Enkels verschwand, so ernst sind. Genau, Mr. Stewart, Ihr Hausarzt, ist tot. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Und haben Sie mit ihm gesprochen? Ich habe einen Zeugen für Ihren Streit. Hat er Sie um eine weitere Untersuchung von Sir Williams Leiche gebeten? Das war kein Unsinn, Lady Lewis. Ich habe Beweise dafür gefunden, dass Sir William, Ihr Enkel, noch gelebt hat. Er wurde in der Tat lebendig begraben. Es tut mir wirklich leid, Ihnen das mitteilen zu müssen. Madame, Lady Lewis, alles in Ordnung? Miss, laufen Sie schnell zu Ihrer Herrin. Bringen Sie ihr ein Glas Wasser oder etwas Stärkeres. Oh Gott, Lady Miriam! Lady Lewis! Gott sei Dank, geht es Ihnen gut? Ich habe das Mädchen zu Ihnen geschickt. Es tut mir wirklich leid, aber alle Beweise deuten darauf hin, was vermutlich in der Nacht geschah, in der Ihr Enkel begraben wurde. Ich kann mir nicht erklären, warum Ihr Arzt Sir William für tot erklärte und dann offenbar seine Meinung änderte, aber es ist eine gesicherte Tatsache, dass Ihr Enkel nicht tot war. Ich erspare Ihnen die Details, meine Dame. Aber ich gebe Ihnen einen gut gemeinten Rat. Ich möchte Ihnen einen meiner besten Wachleute schicken. Er wird Sie beschützen und eingreifen, falls erforderlich. Mir ist klar, dass Sie das nicht wünschen, aber es besteht die Möglichkeit, dass Sir William lebt und zurückkommt. Nein, natürlich werde ich ihn nicht jagen. Er hat einen furchtbaren Schock erlitten und braucht medizinische Hilfe. Aber gleichzeitig kann ich nicht ausschließen, dass er aggressiv ist. Zwei Menschen sind gestorben, Madame. Gut, das ist Ihre Entscheidung und ich werde Sie respektieren. Aber ich muss Sie warnen. Wenn Sir William nach Hause zurückkehrt, informieren Sie unverzüglich das Polizeirevier. Auf Wiederhören. Ihre Reaktion war überzeugend. Traurig, dass ich es ihr auf diese Weise sagen musste. Aber ich musste sicherstellen, dass sie nichts mit dem Fall zu tun hat.
sie hat nichts mit dem Fall zu tun. Es tut mir leid, dass ich ihr so viel Ärger bereitet habe. Ich streiche sie von der Liste. Wahrscheinlich eine falsche Fährte. In Anbetracht der Richtung, die das Dienstmädchen einschlug, ist Lady Miriam wohl nicht auf ihrem Zimmer. Hat sie Sir Williams Arbeitszimmer erwähnt? Aber wahrscheinlich werde ich dort auch nicht hineinkommen. Vielleicht sollte ich den Drucker aufsuchen und sehen, ob er seine Meinung geändert hat. Er hatte genug Zeit dafür. Detective, haben Sie kurz Zeit? Sie werden es nicht glauben. Der Drucker möchte mit Ihnen reden. Hat er gesagt, warum? Nein, aber er scheint ein Geständnis ablegen zu wollen. Ich gehe gleich zu ihm. Vielen Dank. Möchten Sie mit mir reden? Ja. Ich sage Ihnen alles, was ich weiß. Fragen Sie. Wirklich? Woher der Meinungsumschwung? Sie können uns verurteilen, aber wir halten nur die Öffentlichkeit auf dem Laufenden. Wir sind keine Mörder. Das wird sich zeigen. Nate war wirklich vor Ihnen am Friedhof. Jemand hatte ihm früh an diesem Morgen eine Nachricht geschickt. Wahrscheinlich einer seiner Informanten. Er hat überall welche. Nehmen wir das mal an. Als ich kam, musste er so tun, als ob er fotografierte, damit ich mich nicht fragte, wie die Fotos in die Zeitung gelangten. Genau. Wer ist sein Informant? Ich muss das überprüfen. Fragen Sie ihn selbst. Kurz bevor die Streife kam, erhielt er noch eine Nachricht. Na, so ein Zufall, was? Wo ist er hin? Wilson Street. In ein Schneideratelier oder so. Meine Güte, Sie Schwachkopf. Was treiben Sie hier für ein Spiel? Ich war heute dort und sprach mit dem Schneider. Mit ihm war alles in Ordnung. Wenn Sie das sagen, ich sage Ihnen nur, was Nate mir gesagt hat. Das Schneideratelier an der Ecke Wilson Street. Machen Sie mit der Information, was Sie wollen. Warum sollte der Reporter Interesse an dem Schneider haben? Was geht hier vor? Wahrscheinlich eine falsche Fährte. Er war ein vielversprechender Kandidat. Aber auch ein Blutsauger, der vom Unglück anderer Leute lebte. Ich streiche ihn von der Liste. Der Hauptschlüssel müsste hier irgendwo sein, wenn der Schneider nicht gelogen hat. Hat er nicht. Hier ist er. Immer noch abgeschlossen. Hat der Schneider nicht was von einem Ersatzschlüssel gesagt? Ich weiß nicht, was mich erwartet. Noch ein Opfer? Oder der Reporter, der mir ins Gesicht lacht? Ich werde es sofort herausfinden. Ich muss nur vorsichtig sein. Thank you.